Hallo und herzlich willkommen zu Lego Indiana Jones, die legendären Abenteurer. Abenteurer, ja. Entschuldigung, egal. Wir gehen wieder zurück zur Universität. Und was uns dort erwartet, erfahren wir ganz genau jetzt. Die sieht aber schön aus. OP1TA5. Das ist ganz wichtig, müsst ihr lernen. Die Jungs schlafen und die Mädchen gucken Professor Jones an. Kommst du mal rüber? Brauch dich. Ja, das müsst ihr jetzt auswendig lernen. Und tschüss, ich bin hier raus. Peace out. Und was haben wir hier? Ja, den haben wir ja gesehen. Ja, lass mal gucken. Oh, ein Leuchten. Dazu braucht es Medaillon und den Stab. Das verstehe ich nicht. Ja, er muss einmal die Sonne mit dem Stab und Medaillon direkt zum Schatz machen. Und ich habe mich schnell umgezogen, was mich auch so schnell geht, und gehe zu meiner Freundin. Auf geht's. Ja, da gehe ich hin. Genau dort. Egal, was es ist. So, ich muss schlafen. Ich hab dich beobachtet. Ja, jetzt geht das schnell, gell? Das Reisen. Und wir sind im Gebirge. Super. Da ist sie dann nur. Ich bin sehr attraktiv. Oh, guck mal mit deinem Jungen, siehst du hier nicht? Aber so kommen wir auch nicht weiter. Ja, jetzt sind wir bei der Freundin von Indiana Jones. Sie heißt Marion. Hallo Marion. Frauen sind wendiger und können höher springen. Ergibt so viel Sinn. Yippie. Und was kann man mit den Glasflaschen machen? Kann man die etwa... Ja, man könnte sie an diesem Feuer ausprobieren. Und es funktioniert. Vorher war Indiana Jones ja irgendwie. Es geht ja dann nicht. Aber egal. Die Frau zeigt Action. Und so ist das. Wir zerstören ihr ganzes Inventar. Und ihr sollt richtig gut aufpassen. Weil das voll fies ist. Ja, jetzt klemme ich eine Wand. Ja. Aber erstmal machen wir hier. Das Feuer aus. Ich hoffe, du stehst jetzt wieder nicht im Weg. Aber ich denke schon. Oh, diesmal nicht. Hast du Glück gehabt. Ja, ich mag Feuer auszünden. Weil es macht eigentlich nur Sinn, wenn da sowas wie Wasser oder so drin ist, oder? Guck mal, wir haben einen Stuhl. Was kann man mit dem Stuhl auch das Feuer machen? Das will ich jetzt wissen. Das ist ja lustig. Ja, genau. Das geht auch. Ja, wollte ich nur auch gut machen. Erstmal alles kaputt machen. So wie es gehört. Tische brauchen wir nicht. Alle Tische müssen umgeräumt werden oder in den Abfall kommen oder verkauft werden oder was auch immer. Wohin. Aber das ist nicht so einfach mit dem Tisch. Der kommt nicht so einfach in die Höhle schon oder wird verkauft. Den brauchen wir hier, falls hier jemand versucht, ihn abzuschießen oder so mit diesem Glasflaschen oder was weiß ich. Ja, was weiß ich. Ja, ich bin der Barkeeper. Was wollen Sie trinken? Bisschen Schnaps hier. Kriegst du auf die Schelle, weil du mein Medaillon bist.
Ja, aber das sehe ich nicht ein. Hier meine Peitsche und dann mache ich genau dasselbe. Bei dir, aber ich bin so geschickt, mein Ohr. Also machen wir mal. Hey, kann das Indiana Jones echt nicht? Das ist ja echt schade. Ja, klar. Nochmal. Ja, okay, Indiana Jones kann das nicht. Aus irgendeinem Grund geht das nicht. Ja, das ist ja lustig. Nein, es ist einfach nur so, Indiana Jones hat Respekt vor der Frau. Ich meine, wer schlägt freiwillig seine Frau, ja? Hä? Das machen nur Satanisten mit schwarzen Haaren, gell? Ja, was haben wir hier? So viele Münzen. Ja, hier klemmt man fest. Alles klar. Machen wir noch ein paar Feuerchen aus. Brauchen wir nämlich nicht hier aus. Und hier machen wir es auch aus. Ja, brauchen wir nämlich nicht. Die Kügel kann man nämlich nicht kaputt machen. Welchen Grund auch immer. Glasflaschen ist ja ein wichtiger Grund, warum es nicht geht. Und zum Trinken, wenn man genug Schnaps hat. Ne, das ist auch ein Stuhl, gell? Oh, was passiert? Guck mal, was passiert, wenn wir nach dort werden. Es zerspringt in der Luft. Macht das Sinn? Klar. Egal. Oh, hier noch ein paar Feuerchen, die wir ausmachen müssen. Aber das machen wir später. Erstmal, wie gesagt, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Am Hebel wieder. Als hätten wir es nicht genug getan. Yippie. Da ist ein Artefakt. Und ein paar Münzen. Aber die Münzen sind wichtiger. Oder? Nee. Das Artefakt ist wichtiger. Achso, ja, ich wollte ja. Mache ich denn die Feuerchen aus? Wenn sie das nicht in die Tasche steckt, das wird schwer. Versuchen wir es mal einfach. Nee, das fällt auch runter. Muss ich halt von hier unten versuchen. Oh, es geht. Noch eine Flamme. Ja, dann versuchen wir auch hier das zu machen. Wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Alles dafür gedacht. Echt? Nee. Muss ich noch weiter weg oder was? Ich weiß ja nicht. Das ist jetzt schwer. Wie schaffe ich es? Der steht der einzige Weg ist da. Ja, genau. Meine Beine. Wie gesagt, die Beine von der Frau. Ja. Kann ich jetzt voll sehen eigentlich. Das ist ja doof. Soll man das überhaupt kaputt machen? Ja, ja. Oh, es geht. Aber die Physik stimmt nicht überein, aber egal. Egal. Ja. Sorry Leute, dass ich jetzt so ein bisschen länger gebraucht habe. Wegen des kleinen Missgeschicks.
Ja. Aber egal. Ich muss ja versuchen, euch so viel wie möglich zu zeigen. Also hier haben wir das zweite. Das arme Klavier. Auf jeden Fall haben wir den Schlüssel, weil wir gerne nach draußen wollen. Nein, er schon wieder. Du kriegst eine auf die Mütze. Und wir werfen mit Stühlen. Wow, hat echt geklappt. Aber wir wollen auch mal mit Schnapsgläsern kein Gabstück. Ja, so geht das. Ein paar Kombos zeigen. Ja. Ja, du musst dich hinsetzen. Wenn du dich hier nicht hinsetzt, kriegst du auch keinen Schnaps. Obwohl ich dir gerade eins gegeben habe. Oh nein! Das Medaillon! Und der Schnaps. Und der geht natürlich weg. Ja, so einfach geht er natürlich, gell? Oh. Und dann greifen wir uns noch an. Das hätten wir nicht genug zu tun. Komm her, ich brauche ein bisschen Leben. Es geht los. Und Lars, das haben wir leider nicht. Und wieder die Hälfte des Lebens verloren. Nein. Yes. Was, der schon wieder? Okay, was war das gerade? Oh, er hat eine Pistole! Er wird gefährlich! Wir brauchen von euch Fleisch und Blut! Nein, das ist nicht so. Danke, Mary. Would you like to marry me? Hahaha! Nein! Jetzt eins auf die Mütze! Ha! Direkt ins Medaillon! Ja, riech mal schön. Es riecht nach gebrannten Kau. Bestimmt schon knackig. Komm mit raus! Mann, nimm mein Haus kaputt. Kommst du mit? Ja, wenn du mein Haus abbrennst, ja, dann bestimmt nicht. Aber ich habe hier keine andere Wahl. Ja, so ist das. Ja, wo kommen die denn noch einmal her? Nehmen wir uns die Pistole, damit wir bewaffnet sind, und du nimmst auch eine Pistole. Wir sind beide bewaffnet. Okay, das. Und wir holen uns die nächste Pistole. Bei dir sowieso. Das war viel, oder? Ah. Nutz mal deine Fäuste. Auch noch einen. Nein! Aber das können wir auch mal den Leuten zeigen. Ich würde hier gerne reinkommen. Kommst du aber nicht! Da würde ich das jetzt nicht nochmal machen. Der sprengt hier alles. Aber wir gehen auf die Pferde. Yippie! Aber wir haben eine Pistole. Wir können das besser regeln. Was, ihr keine Pistole? Du hast auch keine Pistole? Du bist ja nämlich ziemlich schlau, wenn du eine Pistole nimmst. Und du auch. Sind wir besser bewaffnet. Und hier sollten wir mal schnell den Rücken zukehren.
durch den blauen Stein jetzt nicht. Ich bin empört. Ihr wollt mir Geld verweigern. Okay, das ist ziemlich gefährlich. Weil wo darf ich? Ich werde mich halt zu weit hoch. Sollte man sich nicht den Rücken zukehren? Wow. 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 Vogel das. Und dann bitte ein Souvenir mitnehmen. Warum auch nicht? Okay. Ich hänge ein bisschen in der Luft, aber trotzdem geht's mir gut. Ja, genau, ich gucke nur in die Richtung und dann kommen sie. Okay. Eine für mich. Eine für dich. Super, jetzt sind wir ausgerüstet. Ja. Wo ist Job, wenn man ihn braucht? Naja, die reparieren selber. Wenn man Schraubenschlüssel hat, dann geht das. Tada. Egal. Wir zünden das Dynamit. Weg! Na egal. Das war's uns wert. Jetzt kriegen wir den Downstein. Und tun wir. Kriegst du Feuer auf den Kopf. Versuchst hast, mich anzugreifen. Ich kann immer beides wirklich. Wow. Jetzt mach mal schnell. Bevor die wieder auftauchen. Wollen wir hier wirklich alles? Ja, ich will jetzt. Nein, haben wir noch. Wir haben fast den Schneemann vergessen. Ich muss ja nur ein Leben. Nein! Hoffentlich verfolgt er mich nicht. Echt, jetzt macht er 10 Züge. Jetzt verfolgt er mich. Aber lustig! Ja, ja, oh. Bock, nein! Danke, dass Sie gewartet haben. Ihr Service ist immer bereit. Ich brauche. Ich dachte, dass da was wäre. Bauen wir mal die schicke Brücke auf. Oh nein! Sie haben uns gefunden! Sammle ich eigentlich die ganzen Steine ein? Ich denke für nix. Oder, schon für was, aber hat sich jetzt halt nicht so gelohnt, wie ich mir vorgestellt habe. Aber so ist es halt. Ich muss damit leben. Ja, bauen wir mal jetzt noch Dynamit auf, sonst wird es weiter. Und jetzt werden wir die ganze Zeit von solchen Typen angegriffen.
nur weil er uns ab dem Flugzeug gefolgt ist. Super. Bauen wir den dritten Schneemann auf. Was war das? Das war gruselig. Und nicht nur ein bisschen. Seit wann können Schneemänner einfach so losfliegen? Und weg! Hoffentlich. Ja, da dürfen nur kleine Charaktere. Wie ich mich jetzt da hinschicken werde, lernen wir ein anderes Mal. Erstmal bauen wir für Marion das hier auf. Dann wechseln wir mal schnell zu ihr, weil wir das Geld wollen. Und können natürlich in Indiana Jones reingehen. Klar! Oh, wir sind Abenteurer doch geworden. Haben aber Glück gehabt. Sammeln die Münze ein. Was ist das? Ein Schraubenschlüssel. Ja, wir reparieren wieder. Wir sind der neue Jock. Und das Gerät benutzt sich auch nicht. Nicht seltsam, oder? Oh ja, was auch ein sogar ein kleiner Jones hier hochkommt. Weil wir als Frau hier schön wendig können einfach mal hier hochgehen. Und ausrutschen, echt jetzt? Egal, ich gehe jetzt aber hier vorne rum. Oh, es klappt doch. Super! Na, das bleibt übrig. Das sind? Nein! Aber bei Lego sollte man nie hinterfragen. Ja, ist da. Ich häng da irgendwo rum. Wow. Die brauchen wir. Das wollen wir doch. Sehr gut. Okay, aber eigentlich müsste man hier hochgehen, die Münzen holen, dann von hier dann schieben und dann da runtergehen. Aber. Ich habe noch eine andere Art getan. Aber erstmal tun wir diese Platte an seinem Ohr. Da wollte man echt auch fast, ich meine, ich habe runtergehen. Wow. Erstmal die ganzen Münzen einsammeln. Das mache ich nicht nochmal. Egal. Können wir James Bond spielen und eine Münze einsammeln. Aber dieser Ort erinnert mich voll an diesen Star Wars da wo Luke bei diesem Yeti gefangen wurde. Oder? Oder täusche ich mich nur? So, sammeln wir mal die Münzen ein und gehen mal nach da. Rein, natürlich, und sonst. Heraus, er ist nicht so gut. Und
machen ein paar Sachen auch kaputt. Oder laufen. Auch lustig. Und wir haben da eine Schaufel. Ist auch nichts Besonderes. Graben wir. Schlüssel. Stecken ihn da rein. Wir tun ihn nach da. Und. Ja. Das Teil sieht echt verdächtig aus. Das schieben wir nach links. Geschickt, aber was soll's? Jetzt müssen wir gut aufpassen, wo wir hinspringen. Besten in die Mitte. Hoffentlich springt der Computer jetzt nicht selber runter. Sonst habe ich ein Problem. Wow. Gut, dass ich auch die Frau genommen habe. Und nicht den Mann. Bau das bitte für mich auf. Warte, kann nur mit Gewicht aktiviert werden. Ja. Das Gewicht machen wir jetzt später. Wir gehen erstmal zurück. Denn. Ja, gab's ja noch was zum Ausgraben. Ich versuche alles zu machen, was ich kann. Auch niemand. Alles so schön verlassen und leer. Mehr wollen wir ja auch nicht. Wir machen es auf Indiana Jones Style. Es geht sogar auch noch schneller, als wenn man die Brücke nehmen würde. Sind wir ganz vorsichtig und springen, gell? Wow. Haben wir jetzt die Schaufel des Todes. Da kann uns auch nichts passieren. Klar, und erst jetzt sehe ich, dass man dort hinten erst graben kann. Und jetzt erst sehe ich das, na klar. Habt ihr gesehen? Wir brauchen keine Pistole. Wir haben nur die Schaufel des Todes und es reicht. Wir können damit jeden bezwingen. Menschen, Spinnen, Gangsterboss, alles Mögliche. Nein, aber natürlich wird uns gestört. Wir werden gestört von diesen Kriminellen oder. Früher genannt hat keiner. Yay. Jetzt haben wir mal eine kleine Rundfahrt. Da ist Medikit. Oh nein. Aber ich schaue mir vor, dass. Lass uns nicht im Stich. Haben wir jetzt auch alles, gell? Die Pferde können wir nicht rausholen.